Test, 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 Test. Da sind wir, auf der falschen Kamera, großartig. Einen wunderschönen guten Morgen. Vierter Tag von der CeBIT. Ich sitze ganz alleine, den Kashi hat es total zerrissen. Den, weiß nicht, ob im Hotel war irgendwie eine komische Matratze am Stand. Auf jeden Fall hat der super Rückenschmerzen gehabt und ist gestern Nachmittag schon nach Hause gefahren. Das heißt, ich muss es ein bisschen alleine durchrocken, die nächsten zwei Tage. Aber das sollte nicht das größte Problem sein. Wir haben heute für euch wieder proppenvolles Programm. Großer Automotive-Tag. Und zwar haben wir von Mercedes-Benz eine ganze Menge Gesprächspartner. Wir werden uns über Connected Cars unterhalten. Wir werden uns über das komplett selbstfahrende Auto unterhalten. Haben ein paar Entwickler dazu am Start. Haben ein Interview geführt, beziehungsweise eine Gesprächsrunde mit zwei Car-IT-Journalisten und dem CIO von Mercedes-Benz hier in Deutschland. Dann haben wir mit dem Benjamin Oberkirsch von Mercedes CarPlay und Smartphone-Integration gerade in Genf auf der Automobilmesse vorgestellt. Hier ist das, glaube ich, Automobilsalon in Genf vorgestellt worden. Die iOS-Integration auf diversen Plattformen, unter anderem Mercedes halt auch mit dabei. CarPlay nennt sich die ganze Sache. Da unterhalten wir uns ein bisschen drüber, kriegen ein paar Einblicke, wie die ganze Sache ablaufen wird. Dann unterhalten wir uns mit dem Andreas Leo über eine ganz spannende Geschichte. Zwar ist er von Daimler Mobility Services. Car2Go, Carsharing-Systeme werden immer interessanter für unsere Städte in den Ballungszentren. Ich sehe das immer, wenn ich wieder nach Deutschland komme oder so, und wir mal in Berlin und ich sehe dann im Taxi die ganzen Carsharing-Dinger, die vorbeifahren. Habe ich dann immer die Taxifahrer gefragt, ob die das merken würden. Und die sagten, ja, das ist gerade in den letzten zwei Jahren, hat das ordentlich zugenommen. Das merken wir auch bei unseren Umsätzen. Das wird, glaube ich, ganz interessant sein zu sehen, insbesondere wie man da dezentrale Strukturen aufbaut. Das heißt, Wagen irgendwo ausleihen und dann irgendwo wieder stehen lassen. Das alles entsprechend schön über eine App geteilt. Ich freue mich da ganz besonders drauf. Dann um 12.30 Uhr haben wir eine Pause. Dann 13 Uhr haben wir den Eberhard Kraus, habe ich euch schon gerade gesagt, Mercedes-Benz Intelligent Drive. Das ist dann derjenige, der uns ganz viel technischen Background liefert, bezüglich des Autonomous Cars, also wie fährt ein Auto in Zukunft alleine durch die Gegend, ohne dass ihr ins Steuer greifen müsst und also eigentlich nur es lenken müsst, wenn ihr es auch wirklich wollt. Ganz, ganz großes Thema und das ist nicht nur, ich glaube, das Google-Auto, das kennen ganz, ganz viele schon. Dann haben wir eine ganze Menge Freilauf, wo wir zwischendurch ganz einfach hier wieder ins Studio schalten, beziehungsweise euch natürlich auch Videos von der Messe liefern. Wir haben noch so einen Riesenschwung an Einspielern, die wir gemacht haben, Messerundgängen, neuen Geräten, die es auf der Messe gibt, etc. pp. Und das machen wir um 16 Uhr. Haben wir dann wieder NetApp am Start, die hatten wir schon mal vor zwei Tagen. Das ist der Peter Wüst. Dann haben wir nochmal eine Gesprächsrunde mit Daimler und letztendlich um 18 Uhr der Tagesabschluss. Das heißt, das müssen wir alles irgendwie ein bisschen voll bekommen. Da sehe ich aber eigentlich nicht das große Problem drin. Es gibt genug zu berichten hier von der CeBIT im Moment. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt und ihr seid im Chat, natürlich könnt ihr es auch entsprechend über Twitter uns raushauen. Meldet euch ganz einfach im Chat. Ich versuche da möglichst zeitnah darauf zu antworten. Auch innerhalb der Gesprächsrunden natürlich immer. Könnt ihr Fragen stellen und dann versuche ich das auch ganz gerne direkt live mit in die Gesprächsrunde aufzunehmen. Und dann gucken wir mal, wie das klappt. Ansonsten, was haben wir noch am Start? Ja, wenn ihr die Google Glass habe ich irgendwo da im Rucksack, ich zeige dir nachher noch ein paar Mal. Wenn ihr die gewinnen wollt, mobilegeeks.de/techlounge, da ist sowieso unser Chat drauf, beziehungsweise unser Livestream in Kombination mit dem Chat drauf. Und da habt ihr auch entsprechenden Link auf das Gewinnspiel, mobilegeeks.de/Gewinnspiel. Da habt ihr alle Infos, wie, wo, was ihr gewinnen könnt und wie ihr daran teilnehmen könnt. Erste Frage, Sascha, lädst du die Joyce für 18 Uhr ein? Die ist leider schon wieder zurück. Die ist diese Woche nicht mehr am Start, aber ich glaube, wir haben noch eine ganze Menge Videos mit ihr, die wir dann immer mal wieder einspielen können. Von daher werden wir euch nicht ganz ohne Joyce durch den Stream ziehen. Ich sagte schon, das erste
was wir heute im Programm haben, 10.30 Uhr Gesprächsrunde mit dem Dr. Göritz, CIO von Daimler. Dann haben wir den Hilmar Dunker und den Ralf Bretting. Beide machen Automotive IT. Das wird insofern sehr, sehr interessant, als es einfach ein Thema ist, was für uns in den letzten, ich glaube, 12 Monaten so etwa wirklich spannend geworden ist, weil wir ganz einfach erleben, dass so Mobile und Automobile endlich zusammenkommt und hier wirklich eine ganze Menge Dinge passieren, die extrem spannend sind. Wenn ihr euch an die CES erinnern könnt, wie viele große Automobilhersteller auf einer traditionellen Computershow auf einmal da waren, was sie für Lösungen zeigen, was jetzt gerade passiert ist im Januar mit Google, mit dieser Open Car Alliance, die sie gegründet haben, was passiert mit Apple und CarPlay, also die Technik, die wir eigentlich heute in die Tasche stecken, die wird mehr und mehr Einzug halten auf den automobilen Plattformen, beziehungsweise die Hersteller versuchen, diese auch einzubinden. Die haben auch ihre eigenen Lösungen da am Start, aber natürlich muss man irgendwie bewerkstelligen können, dass auch die aktuellen Smartphone-Plattformen, sei es Android, Windows Phone oder natürlich auch iOS, unterstützt werden können und ihr eure Daten entsprechend austauschen könnt. Na, die Nicole hat mir immer so schön gesagt, das Auto wäre nur die andere Mobile-Plattform und das ist ja auch so. Ne? Während wir lustige Gedanken und Status-Updates über unsere Smartphones raushauen, also über dieses Mobile-Device, dann bringt uns halt das andere Mobile-Device, das Automobile, von A nach B, also physikalisch. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Kiste, was da gerade passieren wird. Wahrscheinlich, dadurch, dass wir ja ein bisschen Freiraum haben, ihr könnt übrigens den Timetable auch immer entsprechend in unserer Aufzeichnung sehen unten, dass wir da ein bisschen Freiraum haben, ist, dass wir dann nochmal einen Messerundgang starten. Das kam extrem gut an bei euch. Da werden wir dann wohl mal, wir waren ja schon in der China-Halle drin gewesen. Übrigens, die ganzen Videos findet ihr auch nach wie vor auf youtube.com/cebit. Da sind die ganzen Aufzeichnungen nochmal drauf zum immer wieder angucken. Ich glaube, wir gehen dann dieses Mal, was hätten wir denn am Start? Vielleicht die Halle 6. Die Halle 6 ist sehr spannend. Da haben wir Space D, da haben wir unter anderem die MakerBot-Leute. Da haben wir dann auch UK-Stände sind da, ist das Partnerland der CeBIT in diesem Jahr. Und da gucken wir dann ganz einfach mal rein. Müssen mal gucken, ob wir es dann direkt live machen. Wir hatten mal immer ein paar Aussetzer. Das Problem ist ganz einfach, wenn wir mit den LTE-Dingern unterwegs sind, mit dem Rucksack, hier sind ja auch 5 Fantastillionen Menschen, die irgendwelche Smartphones in den Händen haben. Und wenn die dann alle dann drauf noch ein BitTorrent Client laufen lassen, dann ist das einfach mal hier und da ein Problem. Also wir haben einfach ein paar Frequenzüberlappungen da gehabt und sind immer ein bisschen gestört. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Wir machen aber auf jeden Fall den Messerundgang. Und ob der dann als Einspieler kommt oder ob der dann live ist, das werden wir dann sehen. Vielleicht ist es sogar besser, den als Einspieler zu machen, weil das gibt mir die Möglichkeit, im Chat auch zu sein und mit euch direkt darüber diskutieren zu können, weil das ist einfach ein bisschen ein Problem, dann auch noch im Chat zu sein, während ich durch die Messe tingle. Kann. Irgendwie gibt es für Google Glass noch nicht das Chat-Plugin, was wir eigentlich dafür brauchen. Dann wird das, glaube ich, funktionieren. Keine schlechte Idee, da müssen wir uns mal was überlegen, ob wir dann nicht mal für eine der nächsten Messen irgendwie so ein Hangout machen und den dann rüber auf die Glass schieben. Sagt er gerade, dass der Rundlauf sehr, sehr gut ankommt und gut gefallen hat. Hast du weitere Informationen über das Artifbook 9 Style? Es gibt Hands-on-Videos, die haben wir bei uns auf dem Mobile Geeks YouTube-Kanal, youtube.com/mobilegeeks. Aber ansonsten weitere Infos, mehr kann es da nicht geben. Da habt ihr alle technischen Daten drin, ihr könnt euch das Gerät anschauen. Was ich im Moment noch nicht weiß, ist, wie es preislich liegen will und wann es wirklich genau auf den Markt kommt. Da müssen wir ganz einfach mal horchen. Bitte nicht böse sein, weil ich komme hier eigentlich kaum raus. Und wenn du 8 Stunden am Tag hier lustige Interviews führst und nur hin und her bist und wirklich auch nur auf diese Interviews dich konzentrieren musst, weil ganz einfach die Themen ziemlich breit sind, dann geht abends nichts mehr viel. Ich war dann heute gestern Abend noch essen gewesen mit den Mercedes-Vertretern und bin dann irgendwann echt um 12 Uhr wieder ins Bett gefallen und war komplett durch. Das ist es im Groben und Ganzen zumindest so. Was ich schon gerade sagte übrigens, falls ihr noch nicht über Twitter mitbekommen habt, der Martin kann das gleich mal einblenden für unser Gewinnspiel. Das ist entsprechend der Retweet, den ihr raushauen sollt und dann könnt ihr euch darum kümmern. Kommt Nicole gestern
Nee, kommt Nicole heute. Nicole wird auf jeden Fall auch hier sein. Nochmal, wir haben ein bisschen Freilauf, da können Nicole und ich auch selber ordentlich Programm machen. Und wir schieben immer wieder was zwischenrein. Plus, sie hat parallel dazu natürlich auch noch diverse Videos vorproduziert. Ja, in den letzten Tagen, ich habe gerade, müsste noch ein USB, müsste der Martin da haben mit den neuesten Videos von der Nicole. Hatte ich vorhin zumindest abgegeben, hat er bekommen. Also dann. Geht das dann da los? Der Schulproxy verhindert Streams, dann gibt es mich also erst ab 14 Uhr. Ja, sorry, wenn das mit dem Proxy so klappt. Ansonsten empfehle ich dann da immer so Sachen wie zum Beispiel tunnelbear.com. Da könntest du drauf gehen, der sollte dich dann in einer gewissen Art und Weise dadurch tunneln. Und dann kannst du auch, aber du gehst dann zur Schule hin, weil du lernen musst. Also bis 14 Uhr wirst du das durchhalten. Alles andere wird aufgezeichnet. Von daher sollte nicht das große Problem sein. Wenn ihr noch zu Cebit kommen wollt, 2 Tage habt ihr noch Zeit, falls ihr Karten habt, beziehungsweise sonst könnt ihr die natürlich an der Tageskasse kaufen. Dann kommt vorbei, Wetter ist nach wie vor schön, die Hallen sind proppenvoll und die warten hier auf euch. Für Young Professionals ganz besonders spannend, natürlich die Halle 9, habe ich schon mehrfach gesagt. Da sind ganze Menge Firmen, die sich vorstellen, die ihre Ausbildungsprogramme vorstellen, die sich generell präsentieren mit den Jobs, die bei denen offen sind. Die Halle 6 empfehle ich da auch. Space D, tolle Konferenz, da habt ihr eine ganze Menge Entwickler, junge Unternehmen, die da am Start sind, plus direkt daneben der MakerBot-Stand, der immer total. Das ist einfach der Stand, wo am meisten Leute vorstehen. Nicht gerade riesengroß, aber die haben eine ganze Menge abgefahrener Sachen da am Start. Was wir auch noch hätten dann, wenn ihr von der 6 durch die 5 und 4 geht, dann kommt ihr langsam aber sicher zu den wirklich großen Big Playern da. Dann habt ihr dann die SAPs, die IBMs, Microsoft und hast du nicht gesehen, Salesforce ist da. Die riesengroßen Stände, auch das ist immer mal spannend zu sehen, wie sich sowas darstellt. Ihr wisst schon, Cebit eine etwas neue Ausrichtung in diesem Jahr. Es geht in Richtung Enterprise und B2B. Was euch aber nicht abhalten sollte, diesen Content zu folgen und euch anzuschauen, was da passiert. Denn letztendlich sind das Fundamente, die hier geschaffen werden, auf denen dann all die Gadgets und all die Geräte, die wir im täglichen Leben nutzen, irgendwann aufsetzen. Wenn ihr über Fundamentaltechnologien was erfahren wollt, sowohl Hardware als auch Software, wenn ihr vielleicht wissen wollt, was in 2, 3 Jahren ganz interessant werden wird für euch, ich glaube, dann ist die Cebit der richtige Anlaufpunkt. Na, ähnliche Messe gibt es in der Form nicht. Ne? Wenn wir CES nehmen, wie der Name schon sagt, Consumer Electronics Show, der Mobile World Congress, wo er als Normalsterblicher auch nicht reinkommt, aber wo ihr zumindest eigentlich nur Consumer Electronics oder das zumindest im Blickfeld steht, natürlich sind da auch die ganzen Enterprise- und B2B-Lösungen am Start. Ein bestes Beispiel ist immer Ericsson. Da gehen wir, glaube ich, immer jeden Morgen und jeden Mittag hin zum Frühstück und zum Mittagessen, weil die da so einen sensationellen Stand aufgebaut haben. Die haben so eine skandinavische Kleinstadt am Start. Aber was machen die denn? Die zeigen ganz einfach ihren Kunden, wie sie große Netzwerke aufbauen, verwalten, was es da für Lösungen gibt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt erstmal was für uns, was uns als Otto-Normalverbraucher so interessiert. Aber es ist super spannend zu sehen, worauf basiert denn diese ganze Nummer, die wir tagtäglich nutzen. Was haben wir noch am Start? Der Konstantin sagt, Schulproxy unterbindet OpenVPN und PPTP, also kein VPN ohne Proxy, du hast hier kein DNS. Ja, wie gesagt, probier das mal mit dem Tunnelbear, latte den mal runter. Du kannst, glaube ich, die freie Version gibt dir irgendwie mal ein Gigabyte. Test es einfach mal an. Ich bin da bisher eigentlich überall mit durchgekommen. Übrigens auch in China. Und glaub mir, die wissen, wie man was blockt. Werde die Block Lounge wahrscheinlich heute mal besuchen. Bin ab 12 Uhr auf der Messe. Carsten, wunderbar, komm vorbei. Ich kann nicht versprechen, dass ich dann aus diesem Aquarium hier rauskomme, aus dem Studio, weil wir einfach entsprechend hier die Interviewgäste haben. Aber ansonsten komm vorbei, guck dir das alles an. Es gibt dann wahrscheinlich so gegen 12 Uhr, na, so 2 Uhr gibt es lecker Kuchen. Getränke sind sowieso immer am Start. Hier hast du schnell das Internet und schnell einen Upload und vor allen Dingen auch noch. Eine recht komfortable Couchgarnitur und Sessel und so weiter am Start. Gut, was hätten wir dann als nächstes für euch anzubieten? Pass mal auf, ich schlage jetzt ganz einfach mal Folgendes vor. Wir müssen noch so etwa 12 Minuten überbrücken, bis wir um 10:30 Uhr die erste Gesprächsrunde haben.
Da geht es schon, was weiß ich, wie viele Male nach Joyce-Videos gefragt wurde. Haben wir noch irgendwie einen Rundgang von der Joyce oder so da, den du einspielen kannst, Martin? Das mach mal weg. Schmeiß das mal weg. So. Gut. Also, wir suchen euch eins raus. Die machen ein bisschen Rundgang mit euch. Dann könnt ihr euch schon mal mental darauf einstimmen, dass wir uns gleich über KIT unterhalten. Und unter anderem mit jemandem, der da wirklich bei Daimler-Benz bzw. bei Mercedes-Benz das Sagen hat. Und zwar ist das deren CIO, der Dr. Göritz. Gut, dann sagt der Martin mir jetzt gleich Bescheid, wann wir damit live gehen können. Und dann sage ich Feuer frei, wir hauen vielleicht noch vorher eine Werbung rein oder so. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Mein Name ist Dieter Speidel. Ich bin verantwortlicher Produktmanager Technik und Business Development bei der Firma LG Electronics und wir zeigen auf der CeBIT dieses Jahr unser Highlight, einen 34 Zoll QHD Monitor, den U35U95 im 21,9 unterstützt das Panel 10-Bit Farbtiefe und bei DisplayPort ist Hardware und Software kalibrierbar, also auch für Fotografen, Designer, Architekten, CAD-CAM-Bereich einsetzbar, also sehr, sehr vielseitig. Dazu haben wir noch zwei Softwarepakete. Das eine nennt sich Screen-Split-Software. Das heißt, wir können den Bildschirm in vier Bereiche unterteilen oder auch mehrere Bereiche unterteilen, können vier Anwendungen gleichzeitig auf dem Bildschirm wiedergeben. Zusätzlich haben wir noch eine sogenannte Dual-Link-Up. Das heißt, Sie können auf der einen Seite des Bildschirms zum Beispiel in der Mac-Welt mit einem Mac-Notebook arbeiten, auf der anderen Seite in der Windows-Welt oder mit einem Xbox oder mit einer Kamera. Und noch mehr, das ist einer der wenigen Displays, die für den neuen Mac Pro kompatibel sind. Noch cooler ist, wir haben zwei Thunderbolt-Schnittstellen. Oh, can we take a look at the back? In the back. Oh, ja. Nice. Und wir haben für Leute, die sag mal, sehr viel lesen, mit Texten arbeiten, haben wir einen sogenannten Lesemodus. Lesemodus. Okay. Das heißt, hier wird der Blauanteil im Bild so reduziert, dass man nahezu papiergleiche nice. Bildeinstellungen hat. Das garantiert ermüdungsfreies Lesen über lange Zeit. It makes a really big difference when you know what it looks like when it's going to go to print. Yeah. Yeah, und it's very cool. Was wir auch noch gemacht haben, die Bedienung nur noch mit einem Knopf, ein Knopfbedienung mit einem Joystick. Oh. Das ist wirklich eine ganz coole Geschichte. Einfach draufdrücken, nach links, dann geht das Menü auf, das sieht man hier. Einfach intuitiv links, rechts, rauf, runter, wo man das Display sehr einfach bedienen kann. Very cool. Ah, thank you very much. Welcome. And how much will it cost and when can we get it? 999 Euro. Oh, nice. Available from April. Danke. Bitte.